Wir Menschen präsentieren uns gern, wir zeigen mit Stolz, was wir besitzen. Das war auch im 19. Jahrhundert so, als die Fotografie noch ein junges Medium war. Heute zeigen wir uns gern einer breiten Öffentlichkeit und schlagen dabei manchmal auch über die Stränge. Doch was heute das Selfie, war damals ein aufwendiger Prozess. Trotzdem scheint es, als habe sich wenig geändert, denn auch damals war Nacktheit offenbar ein begehrtes Gut, wie diese Fotoserien zeigen. Für Fotografen wie Otto Kersten standen bei der Aktfotografie noch die Maler der Vorzeit Pate, wie diese Szenerie zeigt. Schon damals galt, das Bild muss perfekt sein, und so wurde gefaked, wenngleich die Retusche deutlich komplizierter gewesen sein dürfte. Was heutzutage an einem Bild noch original ist, ist nichts. Also heutzutage haben wir digitale Bilder und die sind nicht haptisch, die sind nicht greifbar. Das sind Bits und Bytes. Wir arbeiten mit Bildpunkten, die für uns, für unsere Sinneswahrnehmung ein Bild ergeben. Aber das hat erst wieder dann was mit einem Foto zu tun, wenn es ausgedruckt ist, wenn ich es wirklich auch anfassen kann, wenn ich ein Bild in der Hand habe. Das hatte man damals. Damals konnte man auch schon Bildretusche machen. Das war deutlich aufwendiger als heute. Das waren auch die richtigen Fotografen wie Ansel Adams zum Beispiel, ein amerikanischer Landschaftsfotograf, der den Yosemite-Nationalpark abgelichtet hatte. Der war ein Meister, damit umzugehen, mit Graustufen zu arbeiten und mit den Himmel zu verdunkeln, Wolken wieder hervorzubringen. So das, was wir jetzt mit wenigen Klicks machen, also was ich auch jeden Tag mit mehreren Klicks mache, einfach mal so eine Vorstellung von Inszenierungsfotos zusammenzupacken, so in, ich weiß nicht, wie lange ich da, ich brauche vielleicht doppelt so lange für die Bildbearbeitung, wie man sich ein digitales Foto anschaut. 2 Sekunden. Diese Bilder haben Jahrhunderte überdauert und genauso speichert das kollektive Gedächtnis des Internets jede fotografische Schandtat. Vermutlich hätten auch die Models von damals nicht erwartet, einmal mit nacktem Po in diesem Film aufzutauchen. Ich sage ganz ehrlich, das ist eine Frage und ein Thema, das muss jeder von früh an eigentlich schon verstehen können, weil man ja auch schon von früh an diese neuen Geräte hat. Selbst im Kindergarten ist mittlerweile, was ja okay ist, auch ein Tablet oder auch ein Handy, nichts völlig Ungewöhnliches. Und in der Schule sowieso. Und das heißt, wenn man jung ist, die Jüngsten sogar schon, müssen ein Verständnis dafür bekommen, das Netz vergisst nichts. Es wird im Zweifel das Bild, das ich von meiner Freundin mache, als Schüler oder von mir selbst, vielleicht sogar in einer bestimmten Freizügigkeit, wird vielleicht nie wieder aus diesem Netz verschwinden. Und deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen. Auch für Lehrer und Schüler gilt es, ein Erzieher. Und ich muss selbst betroffen sein und selbst auch das Gefühl haben, dass ich immer derjenige sein kann, der mal fotografiert wird. Also auch ein Gefühl dafür bekommen, vorsichtig fotografieren. Auf Fotos kann man zeigen, was man hat. Allerdings sollte man genau überlegen, was man zeigen möchte.